Wer in der Gastronomie Fuß fassen will, braucht vor allem eines: Fingerspitzengefühl. Servietten zu Bischofsmützen oder zu Kerzenfalten gar nicht so einfach. Das war nur eine der zahlreichen Aufgaben, der sich 8 Mädchen und Jungen von der Spreeoberschule Fürstenwalde einen Praxistag lang im Restaurant Seeterrasse in Güldendorf stellten. Die Nachwuchsunternehmer sind Teil der Schülerfirma ihrer Schule, die am Workshop teilnahmen. Initiiert und organisiert wurde der Mitmachtag von der IHK Ostbrandenburg und der Servicestelle Schülerfirmen. Die Nachwuchsunternehmer erhielten dabei Grundwissen aus Küche und Restaurant. Was darüber hinaus zu einem gut funktionierenden Gastronomieunternehmen gehört, erklärte Andrea Rabinski, die gemeinsam mit ihrem Ehemann das Restaurant führt. Heute wird den Schülern vermittelt, wie in der Gastronomie richtig gearbeitet wird, also vom Saubermachen, wir hatten eine Kollegin da, bis hin zur Küche und Eindecken von Tischen, das Essen selber zubereiten, den Tisch eindecken, eigentlich alles, was dazugehört. 150 Schülerfirmen gibt es derzeit in Brandenburg, 44 davon im Kammerbezirk der IHK Ostbrandenburg. Das Fürstenwalder Team, bestehend aus 21 Zehntklässlern, organisiert an 2 Tagen in der Woche die Pausenversorgung ihrer Schule. Schülerfirmen sind in erster Linie pädagogische Projekte und erst in zweiter Linie wirtschaftliche Unternehmen, weiß Thomas Schöler von der Servicestelle Schülerfirmen in Potsdam. Wir wollen, dass tatsächlich anders gelernt wird. Das ist im Prinzip der Sinn der Geschichte. Und in den Schülerfirmen geht es vornehmlich, Pädagogen sagen dazu, um Selbstwirksamkeitserfahrung. Das heißt, Schüler lernen tatsächlich an ihrem eigenen Erfolg oder Misserfolg, wie das Leben läuft. Das ist ein bisschen anders als der ganz normale Mathematikunterricht von Tal an der Tafel. Deswegen finden wir das gut. Zwiebeln schneiden, Fleisch panieren, Gemüse pürieren. Mithilfe des Teams um Küchenchef René Lehmann gelingt den Schülern, was gelingen soll. Ein 4-Gänge-Menü, angerichtet und serviert von den Oberschülern. Probieren durften alle. Und wie hat's geschmeckt? Wir haben also kalte Gurkensuppe gemacht. Das war auch richtig sehr lecker. Wir haben auch also selber von unserer Lehrer und Lehrerin gegeben und reserviert. Und ich glaube, das war richtig cool.